Ja, servus liebe YouTube-Freunde. Jo, heute ist es soweit. Der Ackerflug quasi. Und der Krone Mustang hinterm Schlepper ist dran. Der Vater hat heute die Schare neu gemacht. Die sind gekommen. Da sieht man sie. Ich zeige die dann später nochmal von außen. Das sind jetzt diese Schnabelschare. Die hat er ausgetauscht. Und ja, schon ist das Pflugbild deutlich besser als oben. Also oben sind überhaupt nicht rein. Und hier, jetzt zieht er doch ganz ordentlich. Ich zeige einfach mal hier so aus dem Fenster raus. Ja, alles was jetzt so dunkelbraun erscheint, das haben wir jetzt vorhin gemacht. Ich habe quasi die Gelegenheit genutzt, wir haben es heute recht windig, habe Drohnenaufnahmen gemacht, wie mein Vater den Flug noch eingestellt hat. Aber wir haben den beide gemeinsam eingestellt. Ich habe jetzt den Oberlenker umgesteckt und ein paar Stellschrauben noch verdreht, dass alles richtig läuft, ganz klar. Ich habe gerade damals bei der Landmaschinenschule oben, wo ich den Spritzenschein gemacht habe, ein Plakat gesehen und das habe ich mal abfotografiert und danach habe ich jetzt einmal alles eingestellt. Läuft eigentlich ganz gut. Der Schlepper läuft schön in der Furche entlang, kannst das Lenkrad loslassen, kannst einen mit Handgas fahren, könntest bequem Zeitung lesen oder so zwischendurch. Also das geht alles ganz prima. Ja, und wie gesagt, die Maschine läuft, macht richtig Laune. Ich habe vorhin die Drohnenaufnahmen gemacht. Die blende ich euch später dann einmal mit ein. Oder wir könnten sie eigentlich gleich einblenden. Und ich lege jetzt hier richtig los. Jetzt wird geackert, soweit wie es geht. Was ich fertig bringe, bringe ich fertig. Und was nicht, das kommt halt dann morgen. Jo, viel Spaß dabei. Und wir sehen uns gleich wieder.
jetzt stehen wir außen am Schlepper. Ich zeige euch einmal die Schare, die jetzt drauf sind. Also, so sehen die aus. Im Vergleich, die alten Schare haben in etwa auf der Höhe aufgehört und sind hier runtergelaufen. Also waren bloß so viel Höhe. Die neuen, die wir drauf haben, ihr seht schon, das sind gute 7 cm mehr. Und dann kommt hier vorne, deswegen heißen die Schnabelschare, wie so eine Kante noch dazu. Die läuft bis hier raus. Und damit beißt sich, also der Zahn hier, der beißt sich in den Boden. Ja, so sieht es aus. Vorher waren sie blau-grün und jetzt auf der Seite, wo sie immer da im Boden gleiten, sieht man schon, das ist ruckzuck dann blank. Ja, aber es funktioniert. Jetzt haben wir ein schönes Flugbild, schaut richtig gut aus. Wir ackern auf eine Tiefe von circa 25 cm. Teilweise ist es tiefer, teilweise ist es ein kleines bisschen flacher, aber im Schnitt immer 25. Warum ist es tiefer und flacher? Ja, normalerweise stellt man sich den Flug richtig ein. Bloß bei unterm Boden ist es so, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt oder vielleicht habt ihr es auf die Drohnenaufnahmen gesehen. Es sind so rötliche Stellen drin, da haben wir ganz einfach Lehmboden. Und wenn ich den Flug da dauerhaft zu tief reinlasse, dann habe ich Lehm oben. Lasse ich ihn aber überall höher droben, habe ich kein gescheites Flugbild am Schluss mehr. Darum haben wir ja beim IHC innen diese Höhenverstellung. Die wird genutzt. Und wenn es den Schlepper immer mal fast abwirkt, dann sind es diese Nassgallen, die wir im Feld drin haben. Und unter anderem der Lehmboden. Da kann ich ein wenig ausheben. Das nächste ist, wir haben hier drin ein Wasserrohr liegen, das kommt in etwa von da oben und läuft hier so quer durch, nach da unten. Und wenn ich da nicht aufpasse, dann erwische ich das. Vorhin im Fall ist ein Scherbolzen gerissen. Ich werde mal das, also ich denke bei den Drohnenaufnahmen ist es der beides Video, wenn nicht, dann lasse ich es nochmal für die Pannenvideos oder so. Ja, auf alle Fälle darf ich da nicht zu tief arbeiten. Die Sensordraulik vom Schlepper arbeitet jetzt voll. Die habe ich so eingestellt, dass er eine immer rechtzeitig aushebt, bevor es eine komplett abwirkt. Wenn es denn doch einmal zu viel wird, dann ist es wirklich der Lehm. Und da plagt er sich so, dann hebe ich immer mit der Hand zusätzlich noch ein bisschen am Stellhebel aus, dass man weiterkommt. Aber sonst käme es gar nicht durch den Boden durch. So läuft er, wie gesagt, tipptopp hinterher. Jetzt liegt er oben auf. Wenn ich ihn jetzt reinlasse, dann steht er richtig schön zum Boden im rechten Winkel. Also passt alles wunderbar. Ja, da ist er wieder. Wie man sieht, draußen wird es dunkel. Nein, keine Angst. Ich habe jetzt nicht so lange gebraucht, um bis hier hinzukommen. Ich habe zwischenzeitlich eine Stunde Pause gemacht, aber nicht um mich auszuruhen, sondern ich habe meinen Stall machen müssen. Ich war bei den Pferden, habe dort Frischwasser aufgefüllt, war bei den Hühnern aber Frischwasser aufgefüllt. Hab den Stall bei den Pferden komplett sauber gemacht, bei den Hühnern frisch eingestreut. Ich war bei den Hunden nochmal. Ja, und zwischenzeitlich da noch ganz fix was gegessen. Und jetzt stehe ich wieder hier unten auf dem Acker. Hab wieder ein paar Bahnen gemacht. Ja, meine Durchschnittsgeschwindigkeit, die ich fahre, sind circa 6 Stundenkilometer. Ich kann zwischenzeitlich mal im zweiten Gang fahren, aber wenn ich die richtige Arbeitstiefe will und nicht ständig dann ausheben muss oder so, dann sind 6 km/h eigentlich genau richtig. Viel schneller kriege ich ihn hier nicht durchgezogen. Der Boden ist knüppelhart und knalltrocken. Aber die Schare, die haben sich bislang bewährt. Die gehen richtig gut. Ja, ich mache jetzt noch ein paar Bahnen. Jetzt ist es aktuell 19.29 Uhr. Ja, da sieht man meinen Tankinhalt. Der war circa 3/4 voll, wie wir angefangen haben mit Ackern. Und ja, das halbe Feld haben wir und darunter wird's, das ist noch zu machen. Ja, Temperatur haben wir ordentlich, der Turbo pfeift, dem ist warm. Und jetzt machen wir einfach noch weiter. Viel Spaß noch dabei. Ja, in welchen Gang fahre ich beim Ackern? Ganz einfach. Um mal ein wenig Geschwindigkeit zusammenzubringen und damit sich der Schlepper nicht so plagt. Das ist der erste Straßengang ohne Untersetzung. Ganz normal hier drüben mein Allrad drin. Ja, leider ist die Kontrollleuchte schon wieder kaputt.
beziehungsweise unten her der Schalter. Normal wird jetzt da vorne drin im Armaturenbrett Alarmbe leuchten, so rum. Ja, ist aber aktuell halt nicht. Macht nichts, ich weiß, dass ich es angeschaltet habe. Der zieht richtig schön durch. Luftdruck ist beim Schlepper überall auf 1,1 bar abgelassen, hinten und vorne. Also Schlupf dürften wir so gut wie keinen haben. Der zieht mir richtig schön durch. Also bevor die Räder durchdrehen, wirkt es eher den Bulldog ab. Ja, Michelin-Reifen, die drauf sind, die machen richtig gut ihren Dienst. Also ich bin richtig begeistert. Ja, staubig ist es wie Sau. Ich sage ja, ist leider knochentrocken der Boden. Es hat zwar ein bisschen geregnet, aber es war wirklich oben bloß die oberste Schicht und durch den Wind alles ruckzuck wieder abgetrocknet. Naja, was wollen wir machen? Da wollte wohl jemand, dass ich Feierabend mache. Es ist kurz nach 8. Und jetzt hat es mich geärgert. Ich habe wieder einen Stein gefunden. Die Steinsicherung hat ausgelöst. Ist eine Scherschraube ist gerissen. Ja, und so schaut es dann aus. Dann klappt es das Schar hoch. Die Scherschraube sitzt hier oben drin. Da oben. Ich habe sie hier schon ausgeschlagen. Dann kommen wir jetzt durchgucken. Ja, da mache ich jetzt eine neue Schraube rein und dann. Na gut, dann machen wir halt für heute Feierabend. Ich habe den IHC schon kalt laufen lassen beim Rauffahren und habe ihn hier jetzt einen Moment kalt laufen lassen. Dann lassen wir es für heute gut sein. Ist halt so. Mein Gott, der Zwinger können wir nichts. Und ich meine, die Nachbarn will ich dann auch nicht bis aufs Blut drauf ärgern oder so, ne? Nicht, dass wir die aufs Dach steigen. Ja moin, da haben wir schon wieder Samstag. So schnell geht's. Ja, ich habe gesagt, gestern Abend habe ich dann abgebrochen. Hier ist der Schar hinten ja da, der hochgeklappte Scherschraube abgerissen. Und ich habe dann Feierabend gemacht. Ja, und jetzt ist es gerade 8:30. Ich habe meine Stelle soweit fertig. Und jetzt geht es auf dem Acker weiter. Jetzt legen wir wieder los. Wir machen quasi da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. An der Stelle, wo das Schar hochgeklappt ist, wo ich den Stein gefunden habe, da geht's weiter. Ja, da sitzen wir quasi wieder an, wo wir gestern aufgehört haben. Wir machen da weiter. Ich habe dann gestern die Gelegenheit genutzt und habe den Schlepper die Scheiben mal ein bisschen grob geputzt, zumindest hinten raus, dass man wieder was sieht. Ölstand kontrolliert, Luftfilter mal ausgeblasen, Innenraumfilter noch ausgeblasen und dann gestern so auf 10 Euro mal endgültig Feierabend. Weil ich mir gedacht habe, wenn es so schon nicht weitergeht, dann macht man halt solche Arbeit noch. Hat gepasst. Ja, den Schlepper habe ich natürlich vorher ein wenig warm laufen lassen. Angefangen habe, schon startet.
So Leute, da hätten wir es geschafft. Die Vorgewinde habe ich euch nicht gezeigt, das ist das holprigste überhaupt am Schluss. Ja, die hat er ganz am Anfang so geackert, dass wir außen an der Kante eine Furche hatten. Und ich habe am Schluss so geackert, dass diese Furche wieder zu ist, dass es quasi außen schön glatt ist, schön schlicht. Und dass jetzt im Feld drin dann eine leichte Furche ist, da habe ich extra nicht so tief reingehalten. Das macht dann die Kreiselarten gar klar. Ja, ich habe jetzt gerade den Pflug da noch schön sauber gemacht, wie man hier sieht. Jetzt ist er wieder auf der Kamera, das hat er jetzt davon. Das kleine Auto klingt wie ein LKW. Ja, auf alle Fälle, der ist jetzt sauber. Mein Werkzeug zum Saubermachen. Besen, Hammer, Schraubenzieher. Das reicht, der wird nicht mit Dampfstrahle gemacht, dann rosten bloß die Schare, wenn sie nass werden. Jetzt sind sie schön blank. So kann er eingelagert werden. Theoretisch, wenn man jetzt im Stadl irgendwo hätte, könnte man er auch nehmen und könnte ihn einölen. Das können wir uns aber sparen. Bei uns steht in der Maschinenhalle, so feucht wird es da innen, dass jetzt alles gammelt. Und ja, das hat sich ja gezeigt. Das letzte Mal war er ja auch noch blank. Ja, jetzt ist er auf alle Fälle wieder schön sauber. Das ganze Dreck ist runtergekratzt und jetzt kann er in der Halle eingelagert werden. Da muss ausgeräumt werden und dann ist das fertig. Ja, am gestrigen Samstag, da habe ich ja fertig geackert. Der Pflug ist mittlerweile wieder aufgeräumt. Habe ich auch wieder kein Video davon gemacht. Ich habe die Teile vom Kram, die jetzt lackiert waren, schon mal abgehängt und die sind jetzt hinten auf der Zweiachse gelandet. Und ja, dann bin ich auf die Arbeit gegangen. Ja, und jetzt ist Sonntag. Und ich habe heute was gemacht. Ich habe heute was abgeholt. Das war relativ spontan, könnte man sagen. Das hat sich gestern erst entschieden. Heute Morgen um 11 sind meine zwei neuen Gäste gekommen. Man hört sie im Hintergrund schon. Ja. Also seit, ich schätze mal, 1900, also Vater hat was gesagt, wie damals das Haus abgerissen worden ist, das alte Bauernhaus, und das neue gebaut worden ist, sind die Schweine hier runtergekommen und kurz danach sind sie weggekommen. Also Mitte der 80er Jahre waren die letzten Schweine hier auf dem Hof und ja, da sind meine zwei neuen. Der Eber heißt Ferkelchen und der da hüben, das ist der Schmudi, weil er so einen lustigen Fleck hinten drauf hat. Ja, die haben Namen gekriegt. Die gehören ja jetzt quasi zu der Familie dazu. Klar, einer davon wird definitiv dann einmal irgendwann gehen. Das ist logisch, aber bis dahin dürfen sie trotzdem mal Namen haben. Weil einfach bloß Schnitzel und Kotelett, das wäre ja wirklich blöd. Das macht man nicht. Ja, momentan natürlich noch ein bisschen schreckhaft. Ich habe dann heute auch gleich einmal was in Sachen, wie trägt man ein Schwein, gelernt. Ja, wir haben es abgeholt und der Besitzer von die Schweine, der vorherige, hat sich den kleinen geschnappt, sagte er, nimmt den, weil der wenig leichter ist. Ich kann den großen haben. Packt den hinten am Hinterlauf und trägt ihn zum Anhänger. Geht wunderbar ruhig. Und ich dann so gedacht, ach naja, das kann ich auch, und zwick mir den anderen einfach so unter den Arm drunter. Heidewitzka, du denkst, der ist abgestochen worden. Also unter den Arm gezwickt, das ist ja ganz mies, das darfst du nicht machen. Ich habe erst gedacht, also wenn es dir am Hinterlauf wächst, das ist bescheuert, das muss ja nicht sein. Und habe ihn halt unter den Arm gezwickt und gedacht, dann trägst du so. Der hat geschrien wie ein Blöder. Ja, daheim war ich dann schlauer, er hat mir noch den Tipp gegeben, also normalerweise, wenn sie so klein sind, pack sie hinten, geht am einfachsten. Erstens einmal, die wehen sich nicht und das ist wie bei den Hühnern quasi, die fallen ein wenig in der Starre, sind dann nicht so, ja, aufgegoxt, möchte ich sagen. Und, naja, dann beim Ausladen war ich da klüger und habe das schlauer angestellt, habe sie an die Hinterläufe gepackt und runtergetragen und das ging wunderbar ruhig. Und da haben wir sie. Ja. Was ist? Ihr Brotzeit haben sie heute schon gekriegt. Hinten im Säutrog sieht man es. Bisschen was liegt da noch? Aubergine, Paprika, Zucchini, Gurken. Ja, und das ist die zweite Ration dann für heute. Gar. Selleriestangen sind dabei, Brötchen. Pilze, lauter gutes Gemüse und Obst. Äpfel hatten sie mit dabei. Hat ihnen richtig gut geschmeckt. Ja. Und dann melden sie sich.
Ich habe sie heute mal noch nicht rausgelassen am ersten Tag. Weil ich gedacht habe, ist vielleicht besser. Können sie sich erst einmal im Stall einleben, wissen dann, wo sie hingehören. Außerdem sind sie ja doch noch recht schreckhaft. Und das muss nicht wirklich sein, dass ich sie jetzt dann schon rauslasse und dann. Bevor es da mit den Hühnern zusammen dann irgendwie Stress gibt oder was, habe ich gedacht, den ersten Tag lasse ich sie mal nur im Stall. Dann wissen sie, wo sie hinkören. Und morgen dann, wenn ich früh, also ich habe morgen Spätschicht, dann komme ich früh runter und dann mache ich hier auf. Die Kette aushängen, den Hebel rüberklappen, ich mache das Türchen auf und da in der Wand, das ist damals schon eingelassen worden, ist ein Schlitz. Da kann ich den Hebel dann wieder zurückklappen und dann schnappt der Riegel da ein. Und dann steht quasi die Klappe hier offen. Ist optimal, um sie rauszulassen. Früher ist das gemacht worden, um die Schweine reinzutreiben. Der Vater hat heute erzählt, also früher hatten sie mal zwischenzeitlich 20, auch 24 Schweine. Im alten Stall oben waren immer 16, war im Bauernhaus, war ein Stall hinten dran, bei den Kühen. Da waren 16 Schweine. Dann ist hier unten eine gebaut worden. Dann waren hier vorne 4 Stück und da 4 Stück. Und hinten war quasi so ein wenig Lagerraum. Und als dann oben das alte Haus abgerissen worden ist, dann kamen da hinten in den Raum, wo die Hühner jetzt sind, nochmal 4. Also früher hat es Schweine gegeben und irgendwann sind sie dann abgeschafft worden. Ja, wie der Vater gesagt, macht alles Arbeit, klar. Macht natürlich Arbeit, aber ich wollte es unbedingt. Und wenn man sie sich so anguckt, ist doch schön zu sehen. Die kuscheln sich zusammen mit Stroh, genießen das. Oh, schön, gell? Müde? Das sind schon Goldicher. Steckdosen. Aber auch bloß 230 Volt. Ja, das wollte ich euch in diesem Video nicht vorenthalten. Das wollte ich euch auf alle Fälle noch zeigen. Dass ihr das auch gesehen habt. Ich denke mal, das Agent, das ist relativ umfangreich geworden, aber dass ich die heute gekriegt habe, das wollte ich auf jeden Fall noch zeigen. Mich freut es unheimlich und ja, bin ich auch mal gespannt, wie die Kommentare unten drunter ausfallen, was dann dazu kommt. Also ich freue mich, dass ich sie habe. Verrückt ist natürlich, wenn man überlegt, dass die 2-4 Wochen untereinander Altersunterschied haben und dass der Große mit mehr Rot eigentlich der 4 Wochen jüngere ist, aber das macht auch nichts. Jetzt sind sie richtig fertig, müde. War heute ziemlich actionreich der Tag. Jetzt ruhen sie sich aus, mache ich dann zu und dann können sie ausspannen. Und da wäre es dann schon wieder Montag. Ja, schauen wir mal, wie sie sich eingelebt haben. Gestern Nacht war ich nochmal unten, habe nochmal nachgeguckt nach den Schweinchens. Waren sie zusammengekuschelt in einer Ecke gelegen. Jetzt gucken wir mal, was sie jetzt aktuell machen. Ja, die liegen immer noch da. Guten Morgen. Ja. Oink, oink. Oink, oink. Was ist? Hm? Gut geschlafen? Und? Kalt, ne? Macht er einfach die Tür auf, der spinnt wohl. Ja, ich würde sagen, heute lassen wir sie mal mit raus. Dürfen sie auch einmal mit raus in die freie Wildbahn. Ja. Haken auf. Und dann lassen wir sie mal mit ins Freigelände. Also wie gesagt, zum Thema Türchen, ich kann die aufmachen, hier den Riegel, klappt die hier rum,
und kann dann hier hinten einrasten und dann steht die Boxentür hier fest und die gehen mir nicht dann in der, wo sie nicht hin sollen. Optimal. Man sieht schon, das Stroh haben sie sich zusammengezogen in die Ecke hier rein. Was ist denn? Morgen. Ja, alles gut. Das ist der Hund mit hin, ne? Der hat auch nichts verloren. Naus! Sparen wir doch den Hundi hier erst einmal mit aus. Der hat auch nichts verloren. So. Das Wichtigste. Zaungerät einstecken. Reili! Mal kurz mit dem Hund schimpfen und Hühnern auslassen. Ja, gehört jetzt ausgemistet. Guten Morgen! Ja, die kriegen erst einmal ihre Ration hier draußen. Ja, Hühnerfutter. Jedes Mal über den Zaun drüber. Armer Kerl, armer Kerl. Ja, und das ist die Ration für meine Schweinchen. Ja, komm. Ja, komm. Guck, 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 guck. Oink, oink. Oink, oink. Oink, oink. Na, traut euch. Hast du den Eimer gefunden? Ja, die erste Berührung wird der Zaun sein, schätze ich. Das tut weh. Ist natürlich nicht so schön. Aber das müssen sie lernen, dass sie wissen, da geht's nicht weiter. Hier draußen liegen ganz viele Eicheln. Die Hühner werden sich auch denken, was seid ihr für welche? Jetzt macht ihr uns das Futter streitig. Da lassen wir es jetzt nochmal. Ich mache jetzt in der Zwischenzeit mal den Stall sauber. Und da bin ich gespannt, wie sie sich hier draußen machen. So, gerade eben den Hühnerstall hinten wird es sauber gemacht. Ja, ein Teil von den Hühnern ist drin. Die haben einfach zu viel Schiss. Die trauen sich nicht. Das sind aber auch die, die immer so dämlich sind und jedes Mal wieder auf dem Elektrozaun draufsteigen. Gar nicht gewischt kriegen. Die haben es noch nicht gelernt. Ja, und der andere Teil von den Hühnern ist noch draußen. Aber ich denke auch mal, das gibt sich, die gewöhnen sich schon aneinander. Da stehen sie, die zwei, Mampf, Mampf. Gab jetzt ordentlich was zu fressen. Sonnenblumen, Weizen, Gemüse, Obst, Äpfel wunderbar, Birnen, Paprika, Pflaumen.
Ja, jetzt waren die Eicheln dann auf dem Boden mit aufgeputzt, die hier unten liegen. Wir haben ja genug Eichenbäume da, ne? Und da liegt ja alles voll. Da haben sie ordentlich was zu tun. Angefangen zu wühlen haben sie auch schon. Sieht man da so ein wenig die Stelle. Ganz leicht. Und ja, weiter hinten natürlich auch. Also ich denke mal, die Hühner, das werden sie schon irgendwann lernen, dass ihnen die nichts tun. Und dann sehen sie auch, dass das einen Nutzfaktor hat, weil da waren sie jetzt schon unterwegs. Sind quasi die Löcher vor die Hühner, wo sie jetzt schon drin rumgewühlt haben. Und ich meine, die Hühner, denke ich einmal, die werden sich auf Dauer dann auch freuen, wenn der Boden einmal ein wenig umgegraben wird. Dann haben sie ja auch einen Vorteil davon. Aber das sieht man alles. Ja, wie gesagt, die stehen da, die mampfen fleißig. Ja, zwar schön. Schweinchen? Schmudi? Feigelchen? Na komm. Ja. 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 Gell? Bist der Schöne. Na, nicht an geht, das tut weh. Dann denkst du ich was. Ja, vorhin noch bei der Herkunftsinformations. Halt bei der HIT angemeldet. Wie auch immer das Ding heißt. Quasi den Zugang, wo halt alle Viecher gemeldet sind: die Ziegen, die Pferde, die Hühner. Ist ja alles bei denen mit gemeldet. Und da habe ich die Schweine jetzt dann auch mitgemeldet beim Veterinäramt. Komm, komm mal her. Nö, zu interessant. Ja, was schon mal große Leibspeise von ihnen ist, da sind sie wie die Verrückten drauf, wenn sie Brötchen kriegen. Also trockene Labler haben wir gestern gehabt. Zwei Stück, die haben wir ihnen zusammengebrochen. Da ist ja vor allem der Kleine, der Weiße, der ist ja wie ein Blöder. Wie ein Geisteskranker. Naja, auf alle Fälle, die fühlen sich hier unten sauwohl. Das gefällt ihnen. Wie gesagt, die Hühner fühlen sich jetzt im Moment scheinbar nicht so ganz wohl, so ganz sicher. Die sind halt etwas skeptisch. Den Hund kennen sie, der kommt mit rein. Vor dem haben sie mittlerweile keine Angst mehr. War aber am Anfang auch so und ich denke mir, die Schweine, es ist dasselbe. Wenn sie es einmal mitgekriegt haben, dass ihnen die nichts tun und dass sie im Endeffekt davon profitieren, weil die ihnen den Boden ein wenig umgraben, dann denke ich einmal, wird es auch eine schöne Zusammenkunft von denen zwei mit den Hühnern. Ich denke, das lernen die alle untereinander. Die Glanferkerlade oder die lassen sich ja immer noch ein bisschen aufgucken, wenn quasi die Hühner an den Zaun kommen und einer gewatscht kriegen. Und wie die Blöden rumschießen, dann fangen die Schweine an und im Schweinsgalopp geht es dann hier durch. Aber da müssen die sich dran gewöhnen, das hilft nichts, das ist halt so. Elektrozaun ist Pflicht, den hat es gebraucht. Der steht da und da müssen die damit klarkommen, ganz klar. Die Müllabfuhr da. In diesem Sinne, jetzt würde ich sagen, das war's dann für dieses Video. Man könnte ja noch stundenlang hier stehen, ich muss aber an meiner anderen Stelle auch noch. Sollen sie sich hier noch ein wenig austoben? Ich habe gedacht, ich zeige euch das mit den Schweinchen noch, dass wir die jetzt haben. Und ja, weil ich immer wieder gefragt werde nach einem Rasenbulldog, ich habe es schon angekündigt, den werde ich dann definitiv einmal im nächsten Video mit zeigen. Eine große Vorstellung kann ich nicht machen, das ist halt der Husqvarna-Rasenbulldog. Aber das seht ihr dann. Ja, und was halt dann die Woche noch kommt, ich muss mal gucken, die Kreisladen muss ich noch holen. Den Schlepper habe ich am Samstag mit auf der Arbeit gehabt, habe noch aufgetankt drinnen. Und dann wird das auch gar, dass wir Saatbett vorbereiten. Und am Schluss dann sehen können. Stahllesen müssen wir noch. Und ganz am Schluss walzen. Und dann ist der Ackerbau für dieses Jahr schon wieder fertig. Dann dauert es bis ins neue Jahr rein.
bis halt wieder das Dreschen angeht. Bis dahin passiert ja dann im Endeffekt im Feld gar nichts. Und dann passt es. Gut, dann wünsche ich euch auf alle Fälle jetzt noch bis zum Freitag eine schöne Zeit. Ich wünsche euch am 3. Oktober einen schönen Feiertag. Und man sieht sich am Freitag um 16 Uhr ganz normal wieder. Bis dahin, Servusla.